Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und gleichzeitig einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Ja, hi. Genau, und die beiden sind natürlich auch wieder dabei, einmal der Raiden und der Steglitz. Hallo. Siehste, und wir sind natürlich hier immer noch in der Höhle, wo wir in der letzten Folge ja aufgehört hatten, und wir bauen hier fleißig Rohstoffe ab, oder Raiden? Ja, Rohstoffe, beziehungsweise ich muss mir jetzt erstmal hier wieder rauskloppen. Das ist aber jetzt nur eine Frage von Sekunden. Ach, ansonsten ja, du hattest dich da irgendwie safe gezimmert, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Ansonsten wäre ich jetzt hier reingekommen und hätte vermutlich jetzt direkt hier ein paar, ja, böse Überraschungen erlebt. Böse Überraschungen, ich wollte gerade sagen, die Mafia hinter mir stehen gehabt, ja. Oh Gott. Die gesagt hätten, was machst du denn hier? Hey Alter, hä? Was ja. Machst du, hä? Was klaust du unsere Rohstoffe? Was klaust du unsere Rohstoffe? Nein, da sollte man keine Witze machen. Ich hätte jetzt fast einen Witz gemacht. Aber was soll's? Mein Gott, wir sind doch hier in unserem Let's Play. Wir sind ja nicht in Polen. Nein, solche Witze würde ich nie machen. Das ist diskriminierend. Alter, was ist das so. Denn? Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Da unten sind auf jeden Fall ein Alter. Paar... Was ich hab einen Monster-Spawner. Wo? Ich hab einen Monster-Spawner. Okay, wo ist eine dumme Frage? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Und selbst wenn du mir sagen könntest, wo du bist, wüsste ich gar nicht, wo du bist. Eben, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Alter, ich muss den jetzt erstmal gleich hier irgendwie safe kriegen. Die kommen hier immer nach. Ja, und ich bin hier gerade vielleicht am Eisen ernten. Ich guck mal jetzt hier runter. Ja, da sind Skelette. Die kommen. Oh, guck, ich muss hier weg. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schaffen soll, ey, ohne Rüstung. Ja, also wir können uns ja mal treffen. Dann kann ich hier mal. Oh, warte. Warte. Oh, nee. Ich bin gerade dabei, den Monster-Spawner einzunehmen. Noch eine Fackel drauf. Ich hab ihn! Ich hab ihn gesaved! Also beim Monster-Spawner, ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, ne? Einfach Fackeln dran machen, dann kann keiner mehr rauskommen. Geil! Na, links, rechts, vorne, hinten. Geil! Und oben drauf, ne? Ja, ich meine oben drauf. Ach, scheiße. Ja, ich mach vorsichtshalber immer an allen Seiten dran, nur um sicher zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten spawnen sie danach, wenn es da ein bisschen dunkler ist und auch in der näheren Umgebung. Richtig. Also ich wollte jetzt wieder ganz nach unten gehen, zu Lava, also zum Lavasee. Ja. Und ich mache mich da mal jetzt eben hin auf die Socken. Auf die Socken? Auf die Socken. Naja, besser gesagt, ich gleite jetzt hier so einen Wasserfall runter. Und da ist ein Creeper. Scheiße. Ja, das ist natürlich kacke. Wow. Ne? Diese Psychopathen. Tag. Ich werde gerade von einem Enderman verfolgt. Ich krieg den, glaube ich, alleine nicht down. Wo bist du genau? Ich sehe deinen Namen, aber... Ich bin hier so ein Tunnel. Ich bin hier irgendwo... Ach, da. Ja, hinter dir, Stick. Hallo. Steglitz, da ist ein Skelett. Pass auf. Also ich sehe momentan keinen von euch. Ich glaube, ich bin einen anderen Gang gegangen. Boah. Ich ernte hier gerade erstmal den Moosstone ab hier vom Spawner-Punkt. Ja, das ist natürlich super Baumaterial. Ja, das sieht richtig cool aus. Also der Enderman scheint wieder weg zu sein. Der ist hier nirgends mehr. Obwohl man hört ihn, glaube ich, noch. Ja, Steglitz, wo bist du? Oh, ich komme. Ich sehe deinen Namen. Ah ja, ich sehe dich. Das ist ja schon mal ein Anfang, wenn du seinen Namen siehst. Hallo! Darauf kann man aufbauen. Also ich würde gerne weiter nach unten gehen zum Lavasee. Denn... Sollen wir runter? Ja, ich gehe jetzt mal hier runter. Aber komm wo? Mit. Hier. Ich habe hier schon so ein bisschen herumgebaut. Ist nur schade, dass wir uns ein bisschen verloren haben, ne? Wir haben uns verloren. Du bist oben, wir sind unten. Deswegen habe ich das ja auch schon so ein bisschen ausgeleuchtet und unten braucht man das ja nicht, weil Lava da ist. Nun ist schon wieder ein Creeper. Ah! Oh, fuck. Scheiße. Oh, ein Skelett. Dann bin ich dir voll entgegengeflogen. Ja, wenigstens habt ihr Spaß. Das ist doch schon mal was. So, vielleicht Holz, right? Holz?
Ja. Ja. Warte. Kannst du mir 4 entbehren? Alter, was denn hier? Damit los? Ich hier direkt einen Ofen bauen kann und so. Und einen Workbench. Ja, ich hab hier 4. Ach. Dankeschön. Ah nee, das brauche ich. Jetzt ist natürlich die. Da hinten ist noch ein Zombie. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier Wasser auskippe, dann ist ja alles dunkel, ne? Alter, Alter, geil. Ich habe schon wieder Emerald gefunden. Oh, was war das? Ein Zombie. Damit kann man mit den Dorfbewohnern nämlich handeln. Alter, wie geil ist das denn? Ein Stein. Und wie viele hast du jetzt schon? 2 leider erst. Die sind ganz selten. Ich habe auch noch einen. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich ja einen. Und ja, jetzt eben halt. Achso, du hast auch einen gefunden hier. Ach, der Steglitz da unten. Ja, ja, ich habe hier auch gerade einen gefunden. Da unten ist schon eine Workbench von mir. Achso. Alter. Also wenn du da jetzt hier so, wenn du hier stehst und dann so in die Ecke schaust da unten, dann siehst du das. Okay. Ich habe jetzt im Ofen 32 Eisen reingetan. Boah, das ist ja nicht schlecht. Achso, ja, ihr verarbeitet die sofort? Ja. Nee, ich jetzt gerade nicht. Also ich habe jetzt hier noch, ich habe hier noch 55 Eisenerz drin im Inventar. Es ist halt nur die Frage, wie machen wir das jetzt da mit der Lava? Oh Gott. Wo bist du? Oh, jetzt hat mich fast ein Zombie da runtergeschmissen. Ja, da muss er echt aufpassen. Wisst ihr, wie ihr das mit der Lava machen könnt? Am besten nicht reinfallen. Ja, aber ich habe hier noch so eine Geheimwaffe. Fließ, Wasser, fließ und Sieg. Geheimwaffe? Hör mal, du hast doch nicht meine Pläne für die atomaren Sprengköpfe aus meinem Keller geklaut, oder? Welche atomaren Sprengköpfe? Naja, aus meinem geheimen Keller. Okay, wie ich feststelle, hast du die nicht geklaut, dann ist ja gut. Ich bin einfach nur ein super Spion, weißt du? Ach so, du arbeitest also für die NSA. Ah ja, du gehörst also zu denen. Grauer Wolf ruft Falke, Grauer Wolf ruft Falke. Zugriff, Zugriff! Ja. Der ist aber schon sehr grau, der Wolf. Oh. Ja, der hat schon Rente beantragt, der Wolf. Okay, hier ist, glaube ich, so Wasser. Jetzt haben wir hier noch Redstone. Oh. Nein, Redstone fließt nicht davon. Okay. Alter, mein Inventar sieht schon wieder ziemlich voll aus. Das kann doch nicht sein. Ja, meins ist auch schon recht voll. Oh, ist das Diamant, was über dir ist, oder? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, das ist, Lapis Lazuli. Lapis Lazuli ist auch sehr, sehr selten. Kann man eigentlich was Geiles rausbauen, aber man braucht ohne Ende, da ist ja noch Eisen. Also das ist sehr, sehr selten. Also wenn man zum Beispiel im Badezimmer als Fliesen benutzt, wofür es sich anbietet, allerdings, das dürfte dann nur ein ganz kleines Badezimmer werden. Okay, also ich habe jetzt 33 Mal Lapi. 33 Mal? Ja. Ah ja, gut, das ist zwar nicht schlecht, aber das kannst du zum Beispiel auch nehmen, um Wolle zu färben. Aber wenn du daraus jetzt Blöcke machst, ne? Da brauchst du natürlich schon einige. Eben. Und wenn du das jetzt als Fliesen benutzen willst, dann musst du natürlich Blöcke haben. So, ich bin jetzt gerade dabei, noch Kohle hier abzehren. Und da ist nochmal Lapi. So, guck mal her. Und nochmal. Ich denke immer, das ist Diamant zuerst, aber das ist es leider nicht. Das wäre ja zu schön. Das wäre natürlich richtig geil. Also ich brauche auch unbedingt Diamanten. Also Diamanten habe ich wirklich, da muss ich wirklich welche haben. Allein schon, weißt du, um meine bestehenden Sachen zu reparieren. Oh Gott, jetzt muss ich wieder an meinen herben Verlust denken, meine ganzen Sachen. Wo ich zu spät gekommen bin, weißt du, wo ich gestorben bin. Und klar, hätte ich das gewusst, hätte ich ja dann doch zu euch gesagt, nehmt meine Sachen auf, ne, und verwahrt die für mich, ne. Aber ich habe gedacht, ich schaffe das noch, bevor die sich auflösen. Ja, das Ding ist ja halt, das kann man ja vorher nicht wissen, wie viel Zeit die da noch bleibt und so. Ja. Und Hauptsache, du wirst jetzt nicht durch deinen Verlust depressiv. Doch, unheimlich. Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe auch schon drüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Jetzt ohne Scheiß, ne? Ich habe da schon drüber nachgedacht. Tu das bloß nicht. Meinst du nicht? Sollen wir hier noch weitermachen lieber? Ja, auf jeden Fall. Denkt er hier über Selbstmord nach? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's gar nicht. Ach, kennst du das auch noch? Ja, natürlich. So alt bin ich auch. Von der Wolf, ne?
Ich weiß es gar nicht. Doch, war von der Wolf. Mhm. Was, Stieglitz, du weißt das auch noch? Mein Bruder hat immer die CDs gekauft. Aha. Bravo Hits rein zufällig? Nee. Nein, wir reden jetzt hier nicht von Schneewittchen und der böse Wolf oder so, ne? Nee, auch nicht. Ja, mein Bruder ist schon zu alt. Ich habe hier nochmal einen Smaragd gefunden. Was gekauft? Dein Bruder ist schon so alt? Boah, das lässt ihn aber nicht hören, ey. Wird er aber wahrscheinlich, wenn er auf deinen Channel geht. Ja, ja, dann lass ihn das hören. Dann lass ihn das hören. Ja, so. Ich stelle mir gerade vor, wie Stieglitz dann so nur noch am Nuscheln ist und die fragen, was ist denn da los? Ja, ich habe ganz angeschwollene Backen. mein hat Bruder, das Video gehört. Genau, der hat das Let's Play gesehen bei dir. Ja, Reißkraft TV kann auch mal gefährlich sein, ne, wenn man es guckt. Für manche Leute. Ja. Die da involviert sind, ja. Genau. Ja. Brauchst du eine Eisenhacke? Wie heißt das? Oh, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Eisenspitzhacke, ja. Brauchst du? Ich hab ja eine. Ich müsste mal gucken. Ja, ich habe mich schon wieder hier so verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich folge einfach nur den Rohstoffen. Ich habe übrigens gerade auch wieder so ein Emerald bekommen. So ein Smaragd. Habe ich auch. Ist ja Smaragd, oder? Oder ja, ja, ich das jetzt hier die ganze Zeit Mist erzähle? Nein, nein, Emerald und hier die deutsche Bezeichnung, da schreiben sie jetzt Smaragd. Ich habe ja hier Minecraft ja auf Deutsch umgestellt. Ich habe auch einen. Hey, super. Okay, also noch eine Eisenspitzhacke habe ich noch im Petto. Oh, Lapis Lazuli. Geil, habe ich jetzt auch. Lapis Lazuli. Ich muss mal lernen, das richtig auszusprechen. Lapis Lazuli, genau. Lapis Lazuli. So. Und das gibt's ja auch in RL, ne? Lapis Lazuli. Das gibt's ja auch wirklich. Das ist jetzt keine erfundene Geschichte hier von Minecraft. Nö, eigentlich ist das ziemlich Zombie. Alles. Bis alles auf Zombies, sage ich mal. Obwohl Zombies ist auch realistisch. Ja, also, wenn ich manche Leute sehe im RL, ne? Wollte ich gerade sagen, wenn man so ein paar Leute so sieht, ne? Also, zum Beispiel auch ich hier Hardcore 48 Stunden durchzocken. Au ja. Dann ja. Sehe ich vermutlich auch so aus, als ob ich hier frisch von. Wie heißt es noch? Oh Gott. Wie heißt die Zombie-Serie da? Also, Walking Dead? Walking Dead! The Walking Dead, genau. Hey. Ja? Dann sehe ich auch aus wie so ein Beißer. Ah, ja, auch vom Geruch her so, ne? Nee, Geruch nicht unbedingt, aber optisch halt, ne? Aber so, nach 48 Stunden Dauerzocken ohne Duschen? Ja, ich denke nicht. Sei ehrlich, wir sind doch hier unter uns. Hört doch sonst keiner. Hört doch sonst keiner. Wir sind doch hier unter uns, ne, liebe Zuschauer? Nee, aber dann so von der Pizza Margherita noch, also Tiefkühlpizza, dann so die Tomatensauce noch am Mundwinkel und alles. Ja, das kommt schon hin. Hör mal, wir haben erst frisch mit der Aufnahmesession angefangen und du fängst schon wieder an, hier vom Essen zu reden, dass mir mein Magen auf den Schuhsohlen hängt. Hast du noch nicht gefrühstückt? Ich habe eine Kleinigkeit gefrühstückt, ja, habe ich schon, aber wenn du hier von Pizza redest, Mann. Hatten wir nicht auch mal das Thema gehabt, irgendwie von Burgern oder so? Ja. Und da habe ich anschließend so einen Kohldampf gehabt, hör mal. Also das glaubst du gar nicht. Ja, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, aber es ging, glaube ich, um Doppelwopper, Chicken Nugget Burger und richtig, so und genau, Long genau. Chicken Cheese. Ja. Genau, aber das war, glaube ich, nicht in der Aufnahme, sondern da hatten wir privat gezockt. Da hatten wir, ja genau, da haben wir einfach nur so zusammen geplänkelt. Das war aber auch auf deinem Server. Genau, richtig. Das. Richtig, stimmt. Richtig, genau, das war bei mir am Server gewesen. Hey Mann, ich habe hinterher so einen Kohldampf gekriegt, das glaubst du gar nicht. Boah, ich weiß gar nicht, was ich mir anschließend alles noch zu essen gemacht habe, aber es war einiges. So ein riesen Buffet. Ja, nichts Großes, zwei Spanferkel zum Beispiel waren es gewesen, unter anderem, ne, schöne, knusprige Schwarte. Boah, jetzt ist aber gut, ey. Alter. So, ich bin gerade mit mir selbst am Kämpfen. Ach so, ich dachte, du. Oh, gut, dass du jetzt nichts Falsches gesagt hast. Ich bin jetzt hier gerade mit mir selber und dann kam zum Glück noch am Kämpfen hinterher. Oh, das liegt daran, dass meine Nase juckt und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt jeden Augenblick niesen werde oder nicht. Ich bin auf jeden Fall bereit zu muten. Sehr schön.
Haschisch. Das kam einfach so plötzlich. Nee, aber kennst du das, wenn die Nase so juckt, ne? Dann kann man auch nicht mehr so vernünftig reden. Halt. Nein, nein, ganz schlimm. Weil dann schneidet man Grimassen in der Hoffnung, so den Niesreiz zu unterdrücken. Man versucht dann so ein bisschen die Nase so per Grimassenschneiden hin und her zu reißen, aber da klappt ja, dann so nicht. Ja, so zu rümpfen und so. Ja, zum Glück habe ich gerade keine Facecam an, das wäre zu lustig gerade. Aber du rümpfst doch nicht die Nase hier bei uns, ne? Also das ist aber... So, jetzt müssen wir aber langsam mal hier... Also ich verliere hier ständig die Orientierung. Ab und zu finde ich mal was, was mir bekannt vorkommt. Ja, das kann gefährlich enden. Weil was wir hier nicht machen, ist Bettnässer-mäßig einfach nach oben graben. Das machen nur Bettnässer. So wie ich vorhin also in der anderen Aufnahme, meinst du? Genau, genau, genau. Gut, dass das jetzt keine Anspielung von mir war. Nein. Und du hast das ja auch nicht mitbekommen. Ja. Oh, verdammt, wie kommt man hier raus? Mit dem Fahrstuhl. Ja, das Ding ist halt, wir müssen hier auf jeden Fall noch... Oh, ein Zombie.